genau solche Veranstaltungen, wie sie heute hier sind, brauchen wir, um den Arbeitgeber zu zeigen, wir sind ganz viele, da sitzen nicht nur 10, 12 Leute am Verhandlungstisch, sondern hinter unserer Forderung stehen die 700.000 Menschen, für die wir verhandeln. Und deshalb tut das total gut für uns, die wir am Verhandlungstisch sitzen, dass ihr heute hier seid. Deshalb meinen persönlichen herzlichen Dank dafür. Wir sind hier im Mercedes-Benz-Werk der Daimler AG in Düsseldorf. Wir bauen ja den Sprinter hier. Und hier findet heute ein Warnstreik statt, um deutlich zu machen, dass wir mit dem Angebot nicht einverstanden sind. Wir haben gesagt, halt immer Daimler, wir warten halt eben nicht, bis die Welle im Grunde genommen läuft, die für Nordrhein-Westfalen geplant ist. Wir gehen voran. Wir sind das größte Metall-Elektro-Werk halt eben hier in Düsseldorf und deswegen Vollgas von Anfang an. Wir haben diesmal eine reine Lohnrunde. Im letzten Jahr hatten wir ja noch andere Forderungen dabei, die wir auch durchsetzen konnten. Und diesmal geht es ganz klar halt eben ums Geld. 5,5% sind wichtig, weil jedes Jahr alles teurer wird, zum Beispiel Strom, Benzinpreise. Das heißt, wir müssen mehr zahlen für das Gleiche und darum steht uns das zu. Die Arbeitgeber machen immer Gewinne und wir kriegen nichts davon ab. Wir wollen 5,5%. Auch wenn uns gerne ja gesagt wird, dass wir in Europa in einer Krise sind, darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass im vergangenen Jahr sehr gutes Geld verdient wurde, auch bei Daimler, auch hier in Düsseldorf. Und da wollen die Leute ihren Teil von haben. 10% Umsatzrendite. Bei der Krise dachten wir eigentlich, irgendwann ist mal Schluss damit, halt eben so, dass das so weit geht. Nein, das fordern die weiter, jedes Jahr. Das finden sie in Ordnung. Aber bei uns soll das halt eben nicht ankommen. Das ist eine Doppelzüngigkeit und dergleichen. Wir müssen immer Langschichten fahren und jedes Jahr immer mehr Autos. Und deswegen müssen wir auch ein bisschen mehr kriegen. Stimmung ist insgesamt also zu der Tarifrunde emotional aufgeheizt, weil ja, halt jedes Jahr durch die Arbeitgeber versucht wird, erstmal so ein Abspeisangebot dahinzulegen. Und man sieht es ja, die Leute kommen auch und sagen, nee, da sind wir nicht mit einverstanden. Ja, habt ihr da mitgekriegt. Sind alle rausgekommen, also das hat gefasst. Ja, das ist die Stimmung hier, das ist die Stimmung. Setzt eure Interessen gemeinsam mit einer starken Gewerkschaft durch. Einzeln kommt keiner weiter, aber so in der Masse, wie das jetzt gerade auch hier gewesen ist, da sieht man, da hat man Kraft und da wird man auch die Erfolge haben. Das hat die IG Metall in den letzten Jahren bewiesen.